Arbeit und Einkommen. Hier geht es um Arbeit, die Geld einbringt, also nicht um die Arbeit, die in einem Haushalt geleistet oder aber auf freiwilliger, ehrenamtlicher oder nur zum Vergnügen erbracht wird. Einkommen lässt sich durch den Verkauf von Waren und Dienstleistungen erzielen, eben aber auch durch den Verkauf der eigenen Arbeitskraft auf dem Arbeitsmarkt. Der Mensch als Ware, Commodity genannt. Bezieht er dagegen abgekoppelt vom Arbeitsmarkt, also kein Markteinkommen, so geht es um Dekommodifizierung. Ein Kennzeichen jeder Marktwirtschaft ist es, dass es Personen im erwerbsfähigen Alter gibt, die nicht oder nicht ausreichend Markteinkommen erzielen. Neben der Funktion von Erwerbsarbeit für den eigenen Lebensunterhalt und eine gewisse Lebensqualität zu sorgen, hat sie für viele Menschen weitere wichtige Funktionen. Selbstwertgefühl, Selbstverwirklichung, Alltagsstrukturierung, soziale Beziehungen, um mal einige zu nennen. In welcher Weise die Höhe der Markteinkommen zustande kommt, ist ein hochkomplexer Prozess, in dem viele Faktoren, wie beispielsweise die Produktivität, Tarifparteien und die branchentypische wie auch gesamtwirtschaftliche Lage eine Rolle spielt. Arbeitslosigkeit. Bei allen statistischen Angaben ist entscheidend, welche Bezugsgröße genannt wird und damit auch welche Aussagekraft sie haben. So ist zu beachten, dass es Personen im erwerbsfähigen Alter gibt, die nicht unbedingt erwerbstätig werden wollen, die sogenannte stille Reserve. Aber auch solche, die aktuell nicht erwerbstätig sind, Arbeitslose und Arbeitslose im weitesten Sinne, das heißt Unterbeschäftigung. Während die offizielle Arbeitslosigkeit im November 2016 die Zahl 2.531.975 ausweist, sind darin nicht enthalten ALG I und ALG II Bezieher, die älter als 58 Jahre sind, insgesamt 160.834 Personen, Menschen in 1-Euro-Jobs, sogenannte Arbeitsgelegenheiten, 87.668 Personen, Menschen in Förderung von Arbeitsverhältnissen, 8.041 Personen, Menschen in Fremdförderung, 200.959 Personen, Menschen im Bundesprogramm Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt, 8.160 Personen, Aktivierung und berufliche Eingliederung, zum Beispiel Vermittlung durch Dritte, 242.580 Personen, dazu Beschäftigungszuschuss für schwer vermittelbare Arbeitslose, 2.704 Personen und kranke Arbeitslose, 74.866 Personen. Nicht gezählte Arbeitslose, also gesamt 959.594 Personen. Siehe Monatsbericht der Bundesagentur für Arbeit, November 2016, Seite 68, Unterbeschäftigung. Arbeitslose nach Rechtskreisen. Es können Arbeitslose nach Rechtskreisen, die die Leistung definieren und unterscheiden, eingeteilt werden. Insgesamt 2.794.000 Arbeitslose im Jahr 2015. Sozialgesetzbuch 3, also Arbeitslosengeld 1 Bezieher, 859.000, also nicht ganz 30%. Sozialgesetzbuch 2, also Grundsicherung, 1.936.000, das bedeutet fast 70% aller Arbeitslosen. Die eigentliche Versicherungsleistung ist kontinuierlich unwichtiger geworden. Arbeitslosenversicherung. In den Sozialversicherungen ist das Gesetz über die Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung von 1927 das jüngere. Vorausgegangen war die Erwerbslosenfürsorge 1918, die Leistung nur bei Bedürftigkeit vorsah. Das AVAG hingegen garantierte einen Rechtsanspruch auf Zahlung von Arbeitslosengeld. Es betrug 35-75% des Nettolohns für maximal 26 Wochen. 1969 wurde die Arbeitslosenversicherung in den Kontext der Arbeitsförderung gestellt. Das Arbeitsförderungsgesetz regelt auch Fortbildung, Umschulung und Weiterbildung. Systemisch gehören weite Teile der Arbeitsförderung nicht zur Sozialversicherung.
da sie auch denen gewährt wird, die nicht zuvor versichert gewesen sein müssen. Arbeitslosengeld 2. Zuvor Arbeitslosenhilfe war eine Fürsorgeleistung, die prozentual zu Nettoeinkommen berechnet wird, aber immer schon nach Bedürftigkeitsprüfung bezahlt wurde. ALG II wird nicht aus der Arbeitslosenversicherung, sondern wie auch zuvor schon aus dem Staatshaushalt bedient. So verbleibt im Grunde nur ein Teil, nämlich das ALG I als eine klassische Sozialversicherung, als kollektive Sicherung für den Fall der Arbeitslosigkeit. Die Arbeitslosenversicherung ist eine Pflichtversicherung, der alle abhängig Beschäftigten mit Ausnahme der Beamten unterliegen. Die Beitragsbemessungsgrenze liegt derzeit bei 76.200 Euro und im Tarifgebiet Ost bei 68.400 Euro Bruttoeinkommen im Jahr. Damit ist auch das Arbeitslosengeld gedeckelt. Die Beiträge sind in den letzten Jahren gesenkt worden und stehen derzeit auf 3% und werden weiterhin paritätisch bezahlt. Die Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung sind Arbeitsvermittlung und Beratung, Lohnersatzleistungen und das Arbeitslosengeld. Es gilt der Grundsatz, Beitragsleistung bewirkt Versicherungsleistung. Voraussetzungen: Beschäftigungslos, das heißt weniger als 5 Stunden pro Woche, beschäftigungssuchend, das heißt für den Arbeitsmarkt verfügbar, arbeitsfähig, Bereitschaft zu zumutbarer Arbeit bzw. Fortbildung. Die Zumutbarkeit ist pekuniär geregelt. 2 Monate 20% weniger als der vorherige Lohn, 3 Monate 30% weniger als der vorherige Lohn, ab dem 7. Monat bis zur Höhe des Arbeitslosengeldbetrages, Zumutbarkeit der Fahrzeit bis zu 3 Stunden täglich. Die Anwartszeit im Regelfall versicherungspflichtige Tätigkeit beträgt mindestens 12 Monate in den vorausgegangenen 2 Jahren. Generell gilt hier das Äquivalenzprinzip. Die Leistungen richten sich nach dem Nettolohn der vorausgegangenen 12 Monate, allerdings mit einer Familienkomponente versehen. Die Leistung beträgt gemeinhin 60% vom vorherigen Nettoeinkommen, bei unterhaltspflichtigen Kindern jedoch 67%. Das Nettoeinkommen wird dabei pauschalisiert. Das bedeutet individuelles Brutto minus durchschnittliche Abzüge von 21%. Nach neuerer Rechtsprechung müssen Sonderleistungen und Weihnachtsgeld berücksichtigt werden. Sperrzeiten betragen 2 bis 12 Wochen sowie um 1/4 kürzerer Bezug bei eigener Kündigung. Es sei denn, eine betriebsbedingte Kündigung droht nachweislich. Weigerung zur Teilnahme an Aus- und Weiterbildung, bei Ablehnung einer zumutbaren Arbeit etc. Im Wiederholungsfall ist auch eine völlige Streichung möglich. Wer Arbeitslosengeld bezieht, ist gesetzlich krankenversichert. Die Beiträge zahlt das Arbeitsamt. In der Rentenversicherung zählt der Arbeitslosengeld 1-Bezug mit 80% des bisherigen Lohns. Der Leistungsbezug ist befristet, die Bezugsdauer wiederum eine Art von Äquivalenz, war in Abhängigkeit von Beschäftigungs- und Versicherungszeiten bestimmt. Seit 01.01.2008 gilt, Arbeitslose im Alter von 55 bis 57 Jahren erhalten weiterhin 18 Monate lang ALG I. 50 bis 54-Jährige sind wieder 15 Monate dabei, vorher 12 Monate. Ab 58 ist die Dauer wieder 24 Monate. Das ALG I erfüllt wichtige Funktionen. Es ist eine temporäre Einkommenssicherung, die Jobverlust nicht gleich existenziell werden lässt. Es bleibt Kaufkraft erhalten. Es erlaubt den Betroffenen bei der Stellensuche etwas wählerisch zu sein, nicht gleich den erstbesten Job annehmen zu müssen. Eine gute Allokation ist auch im Interesse der Arbeitgeber. Von Arbeitgeberseite, die mit der Freisetzung Nachfrageausfälle oder Krisen kompensieren kann, wird immer wieder betont, dass die Lohnersatzleistung aber auch nicht zu komfortabel werden dürfe. Was auch immer von dieser Aussage zu halten ist.